Entschuldigt, bei mir auf meinem Ding war gerade 000. Dann habe ich gedacht, meine Videokamera läuft nicht und es wird nichts aufgenommen. Aber gut. Hallo und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Und vor allem willkommen zu einer weiteren Freitagslaberei. Ja, worüber möchte ich mit euch labern oder was beschäftigt mich gerade? Und was mich gerade beschäftigt ist, ich bin ja Fußballfan, oder zumindest ich gucke es regelmäßig. Und im Fußball hat man oft so den Eindruck, dass die Spieler, die Vereinschefs, die FIFA oder wer auch immer im 5-Minuten-Rhythmus seine Meinung ändert. Und dann ist mir einfach aufgefallen, warum sind wir jetzt in einer Situation, wo man nicht mehr die Meinung ändern darf? Wieso müssen wir alle unsere Geschichten, alle unsere Sachen, alles, was uns beschäftigt, zu 100% und zu 1000% immer vertreten? Also, es ist mir auch schon in privaten Bereichen aufgefallen. Ich bin ja bis vor einigen Jahren total der Simpsons-Fan gewesen von der Serie und schaue jetzt eben gerade zur Zeit eher South Park. Ich weiß auch nicht warum, aber es gefällt mir jetzt eben gerade. Und dann hat mich jemand tatsächlich gefragt, warst du nicht total der Simpsons-Fan? Hast du nicht immer gesagt, South Park ist komisch und doof? Wieso bist du jetzt denn zu South Park gewechselt? Und dann habe ich mir so gedacht, ja, weil es eben gerade mehr mein Ding ist. Und wieso muss ich jetzt mich verteidigen oder wieso muss ich jetzt an dieser Stelle sagen, ich will lieber weiterhin Simpsons gucken, nur weil ich es vor 5 Jahren geguckt habe? Wieso muss ich jetzt weiterhin aller Welt und überhaupt immer und überall zu 100% vertreten, die Simpsons ist toll, obwohl ich es nicht mehr so gut finde. Ich finde es immer noch toll, weil es ist immer noch eine super Serie und alles. Ich mag es auch immer, dieses ProSieben-Vorabend-Ding, es macht mir einfach Spaß. Aber ich will einfach auch mich verändern dürfen. Ich möchte meine Ansichten, meine Interessen, meine Meinungen, ja genau, so hieß das Wort, ändern dürfen. Darf ich nicht mehr heutzutage sagen, nein, ich finde die Simpsons gerade nicht so gut, nein, ich finde gerade das und das nicht so gut. Ja, kann sein, dass ich es morgen wieder besser finde, aber was soll ich jetzt machen? Jetzt ist halt so, dass ich es nicht toll finde. Was soll ich da machen? Wie soll ich jedes Mal, wenn ich meine Meinung ändere, mich verbiegen und mich wie so ein Häkchen krummbiegen nach dem Motto, ja, Hauptsache, ich vertrete immer noch meine alte Meinung? Muss ich meine Meinung so doll vertreten, dass ich am besten noch auf dem Sterbebett meine letzten Worte sind, ich liebe die Simpsons? Muss das sein? Kann ich nicht einfach mal meine Meinung ändern, meine Lieblingsserien ändern? Kann ich nicht meine Interessen ändern? Ich meine, wenn ich jetzt mal überlege, ich bin innerhalb von 8 Monaten, habe ich mich extrem von mir aus auch verändert. Ich war, bis vor 8 Monaten war ich fast gefühlt ein ganz anderer Mensch. Vielleicht war das schon bis vor einem Jahr oder so. Also, habe kein Zeitgefühl, tut mir leid, aber so ab dem Moment, wo meine Weisheitszähne mir gezogen wurden, habe ich mich irgendwie jeden Tag ein Stück verändert und habe auch meine Interessen verändert, habe auch meine Ansichten verändert. Oder sowas wie früher, da fand ich zum Beispiel als Diskussionsrunden im Fernsehen immer total den Schrott. Ich gebe es zu, weil ich gedacht habe, ja, warum muss ich mir das anschauen, wenn da einer labert und labert und labert und dann jemand anders wieder was anderes labert. Aber inzwischen finde ich das total toll und ich gucke mir voll gerne so Diskussionsrunden an. Ich finde es so Weltklasse, dass man dann einfach nicht nur eine Meinung kriegt, so nach dem Motto, hier ist die Sache und jetzt schaust dir an und fertig, sondern man kriegt einfach wirklich mal so 3, 4 Meinungen auf einen Schlag serviert. Und jede dieser Meinungen kann dir helfen, wiederum deine Meinung weiterzuentwickeln oder zeigt neue Sichtweisen. Und das finde ich einfach gerade toll. Ich gucke gerade so gerne Diskussionsrunden. Und ich muss zugeben, wenn mein Ich von vor einem Jahr jetzt heutzutage vor mich stehen würde und mich anschauen, würden ihr, glaube ich, 3 Dinge einfallen. Nämlich erstens, boah, ey, so will ich nie werden. Und das nächste wäre so dieses, Mann, wie konnte ich mich so verändern? Und ja, ich merke es an so Kleinigkeiten, wie eben meine Interessen haben sich geändert, meine
meine Hobbys haben sich auch teils geändert. Ich habe neue Dinge angefangen. Und ja, viele Sachen, wo ich bis vor einem Jahr gesagt habe, die sind total der Quatsch, das ist total der Unsinn, das würde ich nie machen. Mein Gott, das machen, wer wird sowas schon machen? Sage ich heutzutage, ja gut, probiere ich es halt mal. Oder ich tue einfach die Dinge. Und ja, dadurch entwickle ich mich weiter und dadurch erlebe ich neue Sachen und ich denke auch über andere Sachen nach als bis vor einem Jahr. Also vor einem Jahr zum Beispiel als ganz, als anderes Beispiel, habe ich noch einen Laptop gesucht, der einfach ein Laptop ist, fertig, auf dem ich arbeite, auf dem ich E-Mails schreiben kann und so ein Zeug. Jetzt suche ich schon zum Beispiel einen Laptop, auf dem ich dann auch zum Beispiel Videos schneiden kann oder auf dem ich dann auch sowas machen kann wie etwas Spiele spielen oder solche Sachen. Einfach, ich merke es auch an solchen Sachen, einfach mache ich es fest, dass es sich bei mir was getan hat, dass ich nicht mehr dieselben Sachen mache wie vor einem Jahr, dass ich nicht mehr wie vor einem Jahr immer in einem Alltagstrott bin, sondern dass sich mein Alltagstrott, auch wenn sich das jetzt komisch anhört, einfach an sich auch geändert hat. Und dass ich anhand dessen, dass er sich geändert hat, eben auch oft meine Meinung geändert habe. Und mal ganz ehrlich, es gibt da dieses Sprichwort, das hat meine Mutter immer gesagt, was interessiert mich noch das, was ich vor einer Stunde gesagt habe. Und ja, das kann ich vollkommen jetzt nachvollziehen, weil ich habe nicht mehr dieses, was interessiert mich das, was ich noch vor einer Stunde gesagt habe, weil ich kann ja jetzt vielleicht jetzt eine andere Meinung haben und in einer Stunde habe ich dann vielleicht wieder eine andere Meinung. Und dann finde ich es einfach irgendwie so ein bisschen schade, ein bisschen traurig und ein bisschen auch doof, dass es manche Leute einfach so sind dann, dass sie dir nicht die Chance geben, deine Meinung zu ändern, sondern darauf beharren, du hast doch noch vor einer Stunde gesagt das. Und dass sie dann nicht einfach sagen können, ja gut, du hast es vielleicht vor einer Stunde gesagt, wie bist du denn jetzt überhaupt dazu gekommen, jetzt die Meinung zu ändern? Oder sowas wie, was hast du Neues darüber erfahren, dass deine Ansicht sich so verändert hat, so radikal, so komplett? Oder einfach mal nachzufragen, was hat sich bei dir getan in letzter Zeit, dass deine Ansichten sich so verändern? Oder eben einfach dieses Sehen, dass sich da was verändert hat, auch manchmal. Einfach so dieses nicht zu sagen, Gott, du bist so ein anderer Mensch geworden, ich erkenne dich kaum wieder, sondern einfach mal sowas zu fragen wie, wow, du hast dich irgendwie voll verändert. Was beschäftigt dich denn zurzeit so? Was machst du gerade gern? Einfach mal offener gegenüber Veränderungen bei anderen zu sein. Weil, das ist ja der Witz, die meisten, die nicht offen sind gegenüber Veränderungen bei jetzt zum Beispiel also mir oder bei anderen, sind meistens die, die sich selbst am meisten verändert haben. Das ist mir zumindest aufgefallen, dass die, die immer sagen, du hast doch vor 3 Wochen noch das und das und das und das gesagt und jetzt plötzlich ist da alles ganz anders, sind solche Leute, die dann selbst vor nicht mal 3 Wochen noch komplett anders gedacht haben und ihre ganzen Gedanken, ihre ganzen Ansichten wirklich zu 100% anders waren als noch als jetzt heute oder bei dem jetzigen Gespräch. Und ja, das finde ich einfach so, lasst Veränderungen an anderen Leuten oder auch an euch selber zu und beobachtet euch. Vielleicht merkt ihr auch schon, wenn ihr morgen aufsteht, dass euch irgendeine total komische Veränderung an euch auffällt. Mir zum Beispiel ist aufgefallen, dass ich heute seit fast 5 Jahren das erste Mal nicht aus dem Bett geflogen bin. Yay! Das passiert mir ja regelmäßig. Und das finde ich jetzt auch schon eine schöne Sache. Oder auch einfach, dass ich jetzt viel lieber Diskussionsrunden anschaue und mich da auch wirklich dann richtig beschäftige und auch teilweise dann stundenlang die angucken kann. Also früher wenn ich da irgendwo gesehen habe, da ist eine Diskussionsrunde, die geht 1 Stunde, da bin ich echt immer so da gesessen. Oh. Nee, muss nicht. Jetzt bin ich eher so jemand, ich sag, wenn ich eine Diskussionsrunde habe, dann will ich nicht nur so, sagen wir mal, 5 Minuten, 10 Minuten Diskussionsrunde sehen, sondern dann will ich wirklich so Minimum 30 Minuten sehen. Und deswegen suche ich mir jetzt auch eher so Diskussionsrunden zu Themen, die mich eben interessieren, die eben auch länger gehen, weil ich einfach der Ansicht bin, da kann ich meine Zeit rein investieren, weil es mir dann eben auch weiterhilft. Naja, ich hoffe natürlich, ich würde mich interessieren, wie es bei euch so ist. Oder ich hoffe, dass euch mein Video geholfen hat. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir aber auch gerne einen Daumen hoch da lassen. Oder ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben an die bell.riedmeier@outlook.com.
Oder eben auch über Twitter und Facebook war das Wort, entschuldigt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns am nächsten Mittwoch wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch noch eine wundervolle Woche und auf jeden Fall ein Suppi-Wochenende. Bis dann, tschüss!